Da fällt mir ein, dass ein neues Perfect Dark angekündigt wurde gestern bei den Game Awards. Da bin ich skeptisch. Aber auch dezent hoffnungsvoll. Das wäre cool, wenn die ein gutes neues Perfect Dark machen könnten. Kein ausgewiesener Landepunkt am Ziel, weil die Welt sehr ähnlich ist, deswegen fällt mir einfach so nah wie möglich an der Bar. Scheiß aufs Protokoll. Initiiere Landesequenz basierend auf neuen Parametern. Deswegen musst du mir nicht mein Fenster wegnehmen. Was ist dein scheiß Problem, Psychoanzug? Sieht das hier aus wie ein Landeplatz? Du hättest uns umbringen können. Aus dem Weg. Was glaubst du, wer du bist, um mit mir zu reden? Arasaka Spionageabwehr. Reicht das? Scheiße, Mann. Anscheinend. Das war mal unsere Hut. Konzerner. War die Vordertür etwa nicht gut genug für dich? Ich hab's eilig, okay? Verschwende nicht meine Zeit. Ich hab ein Auge auf dich. Ja, ja. Willkommen im Lesis. Ah, T-Pose! Ich frage, macht sie das jetzt Absicht, was cool ist? Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich gehe schon. Lassen wir sie tief posen. Die Atmosphäre in dem Spiel ist schon cool, ne? Das Sounddesign sowohl wie die Beleuchtung und so sorgen schon für viel Stimmung. Schön, dich zu sehen, Cabron. Jetzt setz dich und sag mir, warum du so mies drauf bist. Auch schön, dich zu sehen, Jack. Wie geht's dir? Valentinos und Maelstrom liegen ständig im Clinch. Gibt eine Menge Eddies zu holen, wenn man sich nicht umbringen lässt. Du weißt ja, wie es ist. Kann mich nicht beklagen, aber hier geht's nicht um mich. Erzähl mir von deinem kleinen Problem. Irgendwie sitzen wir ein bisschen niedrig, habe ich das Gefühl. Oder ist der Tisch so hoch? Irgendwas stimmt hier mit der Perspektive nicht, finde ich. Guck, da unten hat jemand einen Cowboy-Hut auf. Chat meinte, Zakorak meinte, glaube ich, noch, von wegen, ein Cowboy-Hut würde meinen Look abrunden. Also es gibt Cowboy-Hüte. Können wir bestimmt einen finden. Jackie, ehe ich loslege, das muss unter uns bleiben. Was bist du? Ich mein's ernst. Diese Sache könnte mich ruinieren. Ich doch auch. Du weißt schon, mit wem du redest, oder? Ist nicht mein erstes Barbecue. Denk an Mexiko, an der Grenze. Hätte ich nur ein Wörtchen gesagt. Ich weiß, du hast mir den Arsch gerettet. Hättest du nur ein Pieps übers Kartell gesagt. Hab ich aber nicht. Und hier wird's genauso sein. Deshalb bist du zu Jackie gekommen. Datensplitter. Nimm ihn. Was meinst du? Das wird nicht billig und braucht einen guten Plan. Keine Spuren, nur harte Eddies. Ich hab das Geld. Ist ein Job für eine Crew. Ein Techie, vielleicht auch zwei. Runner mit Gold im Schädel. Fahrer mit richtig schneller Karre. Und natürlich ein Solo. Mhm, genau der fehlt mir. Und dafür brauchst du mich. Ich soll die Frau für dich kalt machen. Heikle Sache, ich weiß. Deshalb brauche ich jemanden, dem ich vertraue. Das ist keine heikle Sache, Hermano. Das ist ein Auftragsmord. Ganz einfach. Du weißt doch, wie Arasaka arbeitet. Okay, vielleicht auch nicht. Das ist kein simpler Gefallen, den ich einfach so ablehnen kann. Aber ich und das solltest du auch tun. Und jetzt betrinken wir uns und reden übers Leben. Gracias, Marita.
doppelter Tequila mit Grenadin und Limettensaft. Das Beste gegen blanke Nerven. Das doppelter Tequila mit zwei verschiedenen Säften passt doch nie in dieses winzige Glas. Los geht's. Auf das hier. Das ein Toast sein? Was bedeutet das überhaupt? Du hebst das Glas auf deine Mama, deine Hermana, auf die Mamacita an der Bar. Nicht das hier. Das bedeutet doch nicht. Auf das hier. So wie der sein Glas rumschleudert. Ja, vielleicht sind das moderne mit so, Kraftfeld oben. Konzernscheiß. Cyberpunk-Gläser. Un pacto con el diablo. Sag ich schon immer. Deine Seele gehört den Arasaka-Teufel. Heute wollen sie, dass du jemanden umnietest. Und morgen lassen sie dich abknallen. Du glaubst, ich hab ne Wahl? Wenn ich mich weigere, nehmen die mir alles. Lass sie doch. Dann haben sie dich endlich nicht mehr bei den Eiern. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber ich lass nicht jeden an mein Gehänge. Schon gar keine von Saburos Matones. Irgendwann schaffe ich den Absprung. Aber vorerst bleibe ich wohl greifbar. Das wirst du immer sein. Immer. Das gibt Ärger. Was wird das? Gibt's ein Problem? Wie? Ist das korrekt? Hat Jenkins euch geschickt? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Korrekt. Aber wir kennen dich sehr gut. Jenkins hat dir heute etwas aufgetragen und du wirst uns alles darüber sagen. Die Synchro von dem mag ich. Ich finde, die deutsche Synchro ist auch wirklich echt wieder nicht schlecht in dem Spiel, wie schon in Witcher 3. Es gibt ein paar Ausreißer nach unten, gerade bei den Passanten. Aber ansonsten ist es sehr gut lokalisiert, zum Glück. Wie war Name und Abteilung? Habe ich beim ersten Mal nicht richtig verstanden. Ach, fuck! Ach. Nein, mein Geld! Jeglicher Zugriff auf Konzernnetzwerke ist hiermit ungültig. In 2 Minuten hört jegliche Konzernkybernetik in deinem Besitz auf zu funktionieren. Händige uns die Daten von Jenkins aus. Damit ist der Kündigungsprozess abgeschlossen. Wie zum Henker? Habt ihr es rausgefunden? Das hat dich nicht zu interessieren. Die Daten, sofort! Die Daten sind auf dem Splitter. Gute Entscheidung. Was das? Mit den Formalitäten ja. Aber ich glaube, Abernathy würde uns mehr zahlen, wenn wir dich ganz loswerden. Aufstehen! Du kommst mit uns mit. Komm schon, los! Ich bitte. Ich glaube, ihr habt vergessen, wie weit ihr von zu Hause weg seid. Die Gegend ist nicht so euer Stil, oder? Das könnte ungesund für euch sein. Darum? Wenn ihr schießt, schießen wir vielleicht auch. Und ehe wir uns versehen, ist vielleicht einer tot. Wir haben, was wir wollten. Das reicht fürs Erste. Klar? Wie fühlst du dich? Richtig? Ja. Scheiße. Mein Hals ist wie Sandpapier. Ich kann kaum atmen. Wie als mein kleiner Primitor auf Entzug war. Schüttelfrost, zittrige Hände, kalter Schweiß und Keuchhusten. Ja, so in etwa. Hey. Hey, soll ich dich zu einem Ripper bringen? Oder ist vielleicht Traumateam schon unterwegs? Ja, kein TT mehr für mich, Jack. Genau wie keine Biocam-Steuerung, keine Konzernwohnung und kein Bankkonto. Alles weg. Jesus, die Wichser sind schnell. Aber du fühlst dich okay? Ich meine... Gib mir eine Minute. Bin gleich soweit. Das
Das war's, Jack. Mein Leben ist weg. Alles dahin. Ich würde sagen, du hast es wieder. Du konntest nicht Nein zu ihnen sagen. Also haben sie es getan. Das wird dir gut tun. Wirst sehen. Außerdem ist nicht alles weg. Ich habe noch einen Freund. Ich bleibe im Charakter. Natürlich war unser Geld und unser Job das absolut einzig Wichtige in unserem Leben bis jetzt. Doch, Jack, ist es. Absolut alles. Zugriff auf alle Infos. Wohnung, Auto, Kontakte. Mein Ruf ist zerstört. Aber du hast noch die Eddies für den Auftrag, oder? Ein schöner Batzen Kohle. Perfekt für einen hübsch gepolsterten Neuanfang. Genau, Cabron. Jetzt geht's erst los. Hey, hörst du mich? Du siehst nicht gut aus. Wie? Hey, Hermano. Dein neues Leben beginnt genau jetzt. Jetzt ist wahrscheinlich der Einstieg von dem Konzern-Storyline-Ding quasi vorbei. Und ab hier morphen dann die drei verschiedenen Einstiege, denke ich. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich so ein Cut von was so jetzt passiert die nächsten Wochen und dann steigen wir ins Spiel ein. So war es auch bei meiner Nomadin. Ich spiele übrigens auf der PlayStation 5, falls ihr euch fragt, weil die Performance von dem Spiel auf den alten Konsolen soll furchtbar sein. Ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Möglicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City, der Stadt der Träume. Genau. Ja, ich hab so ein geiles Cyber-Shirt an. Das ist mit LEDs, mit winzig kleinen LED-Bildschirmen bestückt. Und ich kann da theoretisch alles drauf anzeigen lassen. Ich hab's heute mal auf durchsichtig gestellt. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein. Ich glaube, Helmi ist da. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Machen wir Tutorial. Das dauert nicht lange und das schadet, glaube ich, gar nicht, klar, das nochmal zu machen. Kann nicht schaden. Ganz genau. Aber es ist schon witzig, bei der Nomaden-Story, die ich angefangen habe, fährt man die meiste Zeit mit dem Auto durch die Wüste. Und davon haben wir jetzt hier in der Story gar nichts gesehen. Finde ich cool. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Stimmt eigentlich, im Tutorial lernt man sogar noch eine Figur kennen, die einigermaßen wichtig ist. Also insofern macht es doppelt Sinn. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren.
Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Okay. Eine M10AF Lexington. 47,5 Schaden pro Sekunde. Das ist, finde ich, so gut. Ich mag Spiele nicht. Also früher bei Retro-Spielen verzeih ich das, aber bei neuen Spielen mag ich das nicht, wenn der Schaden pro Sekunde nicht angezeigt wird. Ich habe keinen Bock, da mit dem Taschenrechner da zu sitzen, um zu gucken, wie schnell schießt die und wie viel Schaden macht die pro Schuss. Und einfach Schaden pro Sekunde. Mehr brauche ich nicht. Danke. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Okay, drücke Kreis, um in Deckung zu gehen. Danke. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Reanimator nehmen. Der Max Dog MK1. Und jetzt nach oben. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an, diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, Bee. Dann geht's weiter. Gut, machen wir. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Ich finde das Hacken in dem Spiel bis jetzt, was ich so gesehen habe, leider ein bisschen zu lame. Ich hätte gehofft, dass man da coole Sachen machen kann. Vielleicht kommt das ja auch noch, aber was ich mit meinem privaten Spielstand bis jetzt gesehen habe, ist irgendwie... Gegner für 30 Sekunden lang schwächen oder für 10 Sekunden blind machen oder so Sachen. Oder ablenken. Ein bisschen langweilig. Ich hoffe, da kommt noch cooles Zeug. Aber unser Charakter hier ist ja eh nicht so der Hacker, sondern eher der Kämpfer insofern. Aber gut. Hacktraining. Los geht's. What the heck? Drücke L1. Missionsrelevante Objekte werden Gold hervorgehoben. Scanne zwei solcher Dinge. 1. Der Server explosiv und der Laptop. Da wird mir nichts dazu angezeigt, aber gut. Gefahren werden rot vorhergehoben. Objekte, die du hacken kannst, werden grün hervorgehoben. Sonst nützliche Objekte werden blau hervorgehoben. So wie zum Beispiel die Waffe da hinten. Überwachungskamera. Gut, soll ich jetzt irgendwas machen? Ach so, lasse los. Oh, okay. In diesem Trainingsmodul lernen... Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. In dem Bildschirm hacken. Wenn du Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir die zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du Quick Hacks und ihr Ziel auswählen kannst. Benutze den Quick Hack Ablenkungsmanöver. Okay, machen wir. Genau, okay. Ausführen. Stil vor Substanz.
jetzt der Bildschirm gehackt und lenkt den jetzt so lange ab, wie dieser Timer da quasi abläuft. Ach so, jetzt soll ich an die heranschleichen. Okay. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Du kannst tote und bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken, um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Werden wir nie machen in unserem Playthrough. Hi, Thompson. Ja, genau. PS5 ist das. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Ja, nu. Gut. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß. Kamerasteuerung. Hacken. Und jetzt bin ich die Kamera. Fortgeschrittene Quick Hacks ermöglichen es dir, die Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Selbst wenn du bereits die Kontrolle über eine feindliche Kamera oder ein Geschützturm hast, kannst du weitere Geräte oder Gegner durch Quick Hacks manipulieren. Ah, Granaten zünden. Könnte man theoretisch machen, kann ich nur noch nicht. Also es gibt dann schon noch irgendwie coolere Fähigkeiten scheinbar. Na gut. Du hast nicht genügend verfügbare Speicherpunkte, um den Quick-Hack-Granaten zünden zu benutzen. Das Breach-Protokoll kann im gesamten Netzwerk einen Effekt auslösen. Benutze es jetzt und... Genau, okay. Breach-Protokoll machen wir. Jetzt müssen wir aktiv hacken. Ja, das überspringe ich, weil im Endeffekt muss man hier nur die richtigen Zahlen in der Code-Matrix eingeben, der Reihe nach. Jetzt, zünde die Granate. Okay. Warum, wenn das hier so eine virtuelle Simulation ist, haben die da virtuelle Roboter für das Training genommen? Man könnte doch dann auch virtuelle Personen nehmen, um das noch realistischer zu machen. Einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Stealth. Nee, machen wir Schluss. Es ist genug trainiert, würde ich sagen, oder? Was ist? Wollen wir? Nee, oder doch? Ah, meinetwegen, machen wir lieber, sonst bereue ich's. Machen wir lieber jetzt das Tutorial fertig. Stealth-Training, los geht's. Weil weit du's bist. Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Okay. Scanner benutzen, um das Ziel zu markieren. Ach was, na guck. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Rechts 3. Und jetzt sind die markiert. Woran merke ich denn, dass die markiert sind, ehrlich gesagt? Bin ich mir da nicht sicher. Ach so, warte. Jetzt sind, glaube ich, alle markiert, oder? Jetzt sehe ich die permanent. Ah ja, okay, das ist cool. Schau, gut, dass wir das Tutorial machen. Ich denke mir im Vorfeld immer so, Tutorial, wird schon passen, keine Ahnung. Und dann braucht man es doch. Betrittst du das Sichtfeld eines Gegners, füllt sich die Alarmanzeige. Geh rechtzeitig in Deckung oder er bemerkt dich. In Deckung. Nice, nice. Nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden.
Darf ich den Stealth killen hier? Oh, ich werde gleich gesehen! Die sind zum Glück echt doof. Nova, weiter zum nächsten Bereich. Okay. Security-Kamera. Halte die Augen offen nach Sicherheitssystemen, die wie Geschütztürme und Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegner deine Position verraten. Jetzt noch das wollen mal wir nicht. Aber mit Kamera. Okay, die markieren wir auch. Und jetzt sehen wir, wo die hinguckt. Feindliche Kameras, die dich entdecken können, haben orangefarbene Scannerstrahlen. Ah ja, ich sehe es. Wohingegen verbündete Kameras grüne Scannerstrahlen haben. Das ist ja praktisch. Gut. Zurück zum Training, Rekrut. Geräusche können sie nicht registrieren. Das heißt, bei denen kann man ohne Probleme sprinten. Quasi. Ich habe mich jetzt ein bisschen gesehen, aber ist sich nicht sicher. Wo muss ich denn hin? Oh, muss ich da hin? Das ist leicht dann. Hä? Ich kenne mich nicht aus. Ah, okay. Stell dich auf die Plattform. Gut. Stealth-Training abgeschlossen. Ich werde nicht stealthig spielen, aber ich wollte es mal. Dann sind wir durch. Dann machen wir das noch. Fortgeschrittener Kampf. Los geht's. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Okay, schmutziger Kuschelkampf. Wie komme ich da runter? Ah, okay. Und wenn ich es einfach so mache? Aha! Geht nicht so leicht, der wehrt sich. Gegner mit bedeutend höherem Level gekennzeichnet mit dem Symbol Totenkopf können sich mit Leichtigkeit aus deinem Griff befreien. Sie lassen sich nur äußerst schwer neutralisieren, darum solltest du vorsichtig sein. Okay, alles klar. Okay, das reicht. Was? Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Drücke R2, um einen schnellen Angriff auszuführen. Der staubt aber ganz schön. Wie lange der hier wohl schon im virtuellen Raum rumsteht, unbenutzt. Und meine Combo aus schnellen Angriffen drücke R2, während du der vorherige Angriff noch ausgeführt haben tust. Okay. Mache ich schon die ganze Zeit, ehrlich gesagt, Tutorial. Aber gut. Halte gedrückt, schwerer Angriff aufzuladen. Okay. Warte mal. Nein, hör jetzt auf zu schlagen. Sehr schön. Fortlaufende Angriffe deines Gegners kosten dich Ausdauer. Schnelle und schwache Angriffe brauchen unterschiedlich viel davon. Achte, Ausdauer, gelber Balken oben. Ich verstehe. Oh oh, was ist jetzt? Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greif ihn an, um zu sehen, wie deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal. Der nächste Trottel kann blocken. Ich kann auch blocken. Und ich kann schubsen, habe ich gesehen, wenn ich blocke. Ha! Dann kann ich ihn hauen. Aha. Dein Blocken ist machtlos gegen mein Schubsen. Warte mal, deine Energieleiste ist leer. Ich glaube, du bist ein Cheater. Was muss ich machen? Dein Gegner einfach und greif ihn an. Ach so, nur dann greife ich weiter an. Schnelle Angriffe fügen beim Blocken den Gegner keinen Schaden zu. Nur schwere Angriffe können die Abwehrhaltung durchbrechen. Okay, ich glaube, ich habe vorweg gegriffen schon wieder. So. Und jetzt muss ich blocken. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst... Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Blocken, nicht zuschlagen. Schwere Angriffe deines Gegners können deine Abwehrhaltung ebenso brechen wie deine schweren Angriffe und so weiter. Jetzt ist meine Ausdauerleiste leer. Fast leer. Hau doch nochmal hin jetzt. Bist irgendwie doof. D
drücke mit einem eingehenden Angriff um kurz vor einem Treffer Angriff automatisch Gegenangriff. Okay. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Wähle eine Richtung und drücke zweimal schnell Kreis. Huah! Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Ach so, muss ich das machen, wenn er zuschlägt. Na, dann komm her. Haha. Hahaha. Setz alle bisher gelernten Techniken ein, um die Gegner zu neutralisieren. Na, das war nicht so schwer. Nahkampfwaffen. Katana. Gelbe Cyber-Katana, das gefällt mir. Die Nahkampftechniken, die du gelernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Yes. Hua. Hua. Gelernt hast. Hä? Was denn? Du bist mit einer Reihe an Waffen und Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Okay. Kann ich auch Schüsse blocken? Wahrscheinlich nicht. Schade, das wäre cool. Super. Du machst das echt ziemlich gut. Okay, ich glaube, wir sind fertig, oder? Geh durch die Tür. Tschö, Tutorial-Dame. Bis bald. Vielleicht. Und? Nicht schlecht, ne? Jetzt kommen wir zum Geschäft. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ziehen wir es durch. Ziehen wir es durch. Folgen wir Jackie. Aufzug. Hier lang. Ausweichen. Gut gemacht. Ich schätze mal, ich finde es schön, dass man nur in die Garage oder in den 15. Stock fahren kann. Was ist mit allen anderen Stockwerken? Naja. Ich schätze mal, der Knopf liest in unserem Hirn aus, wo wir hinwollen. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden aufgegangen. Biomon? Vermutlich Entführung. Ist das ein Digimon? Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Bug, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Bug, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Der ist gerade durch mich durchgemorft. Hexenwerk. Was haben wir denn hier? Eine Karte. Wirklich eine Spielkarte. Spielkarten. Chunk. Ja, es gibt ganz viel Chunk in dem Spiel, den man sammeln und dann irgendwo verkaufen kann. Wie auch diesen Fächer hier.
Es gibt dann extra, ähnlich wie in Dragon Age Inquisition, einen Alles-Verkaufen-Knopf bei Händlern. Chunk verkaufen quasi. Apartment 1237. Warum nicht? Kann man machen, finde ich. Finde ich immer nett. Sie müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Bist du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod-Scheiß. Beeilt euch. Versucht, die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Will? Remote öffnen, deaktivieren oder was auch immer. Los geht's. Der pinke Vogel ist Biomon. Anscheinend ist irgendein Biomon in Gefahr. Müssen wir echt aufpassen. Wenn das Ding digitiert, dann gibt's hier nichts mehr zu lachen. Was ist? Ach so. Oh. Die zensieren, wenn man das einstellt, nicht nur die Nacktheit scheinbar, sondern auch Gewaltdarstellung. Weil die Leiche hier sieht in meinem Singleplayer-Spiel, wo ich nicht die Zensieroption eingeschaltet habe, sehr anders aus und nicht so schön. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Vielleicht wird hier nicht wegen der Gewalt, sondern wegen der Nacktheit zensiert, aber ja. Leiche. Lebensnotwendige Cyberware fehlt. Herzstillstand. Also ich kann ja sagen, dass hier offensichtlich eine Person, die viele Implantate hatte, die Implantate relativ brachial entfernt wurden. Und das sieht man auch sehr deutlich. Ja, ich komme ja schon. Ich will ja nur ein bisschen looten, Mensch. Okay, bist du bereit? Huah! Achso. Achtung, bin der aus Boot. Doch nicht Huah. Sondern. Machen wir, was wir im Tutorial gerade gelernt haben. Der Feind schläft nicht. Auf Eis gelegt. Jetzt heißt es cool bleiben, Gegner oder so. Jetzt schon vorsichtig. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Wie war das mit dem Markieren gleich nochmal? Ah ja, genau. Ein Ventilator, was ist das da? Was ist denn das? Verfügbare Quick-Haps, Cyber-Deck-Speicher, ich weiß aber nicht, was das ist. Ein Flutlicht. Ah ja, okay. Gut, jetzt könnte ich bei dem hier zum Beispiel einen Kurzschluss verursachen. Das macht ein bisschen Schockschaden und irritiert ihn. Aber erstmal sollte ich vielleicht so ein Breach-Protokoll machen, oder? Alle Gegner im gesamten Netzwerk sind dann dadurch quasi geschwächt. Das machen wir jetzt mal. BD, BD. Jetzt passt auf. BD, BD. Es gibt hier kein BD. Spinn ich? Ach so, warte mal. Jetzt, aha. Okay, ich verstehe. Jetzt sind alle anderen Hacks billiger quasi. Ich verstehe. Dann mache ich jetzt hier mal einen Kurzschluss. Und hier starten wir die Optik neu. Warum schwebt der? Mein Gott, wie oft kann mir denn bitte mein Verbündeter direkt in die Schussbahn laufen? Irgendwie uncool. Schluss. Optik neu starten. Los geht's.
von der Seite Deckung. Hat sich erledigt. Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein. Scheiße. Was zum Teufel ist unser Ziel? Und jetzt looten. Sie muss hier irgendwo sein. Stimmt, machen wir die Mission. Danach können wir immer noch. Na, dann machen wir erst jetzt noch stimmungsvoll hier die Mission fertig und dann können wir immer noch in Ruhe looten, zum Glück. So eine verfickte Scheiße. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Sie liegt in einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Schließe an. Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also Scoplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keinen Rückzieher. Wir brauchen den Biomann intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Der Biomann sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Hallo, Breath of the Bockwurst. Ja, ich habe mich ein bisschen Cyberpunk-mäßig gestylt. Aber die Haare habe ich schon länger so ein bisschen in der Art. Da habe ich nicht viel gemacht. Wie? Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie. Zieh dein Ding durch. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was Jack, da los ist. Jack, Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Ich glaube, Scheiße, es hat geklappt. Also ich habe es privat auch erst ein paar Stunden gespielt, aber ich glaube, das könnte schon echt ziemlich gut sein, ne? Bei all den... Man darf wirklich nicht vergessen, was da im Hintergrund bei der Entwicklung des Spiels gelaufen ist. Da ist viel schief gelaufen, da wurden Leute wirklich systematisch im Grunde ausgebeutet und ausgebrannt. Das ist alles nicht cool und das will ich überhaupt nicht schönreden. Aber das Ergebnis, glaube ich, kann sich schon echt verdammt gut sehen lassen. So, stay away. Stay eher away. Im Türbereich anhalten! Patienten auf den Boden legen! Fünf Schritte zurück! Jetzt! CT-133 an Zentrale. Patientin NC570442. Nee, das will ich damit auch nicht sagen, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ganz und gar nicht.
110 Neutilisi. 800 Fibrin. Wäre das Spiel ein bisschen kleiner und nicht ganz so aufwendig und wären die Angestellten anständig bezahlt und nicht so kaputt gemacht worden, wäre es immer noch genauso gut, das Spiel, und es hätten keine Leute dafür leiden und sich kaputt machen müssen. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Ja, ja, jetzt mal langsam, Jackie. Jetzt mal ganz langsam. Na, jetzt wird hier erstmal gelootet. Ich hab was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen holen? Ich hab ein Date mit Misty und... komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Wir retten hier Biomon und er hat ein Date mit Misty. Ist das jetzt... Pokémon oder Digimon? Die müssen sich schon ein bisschen entscheiden, finde ich. Man kann ja nicht hier die Franchise so durcheinander bringen. So, der Tag, an dem der Tower fiel. Im August 2023. Da dürfte eins der Pen and Paper Spiele spielen, ungefähr. Vielleicht nimmt es darauf Bezug. Ich spiele auf der PS5, genau. Das läuft auf der PS5 wirklich sehr gut. Ich habe ja auch nur gelesen, dass das auf den alten Konsolen scheinbar eine Katastrophe ist von der Framerate her, und habe auch Videos gesehen, wo selbst ich als jemand, der nicht so viel Wert auf Framerate legt, sagt, wow, gerade wenn man mit dem Auto rumfährt und so, ist das echt nicht mehr spielbar, finde ich. Aber auf der PS5 läuft es perfekt, smooth. Ab und zu werden Figuren oder Details an Figuren sehr spät geladen. Das ist ein bisschen komisch, aber ansonsten... Na gut, im August 2023 veränderte ein einzelnes Ereignis das Lauf der Geschichte. Obwohl es vor dem blutigen Hintergrund des vierten Konzernkriegs geschah, berichteten die Medien wochenlang davon und das zu Recht. Eine Gruppe von Terroristen sprengte damals eine Atombombe, die den Arasaka Tower pulverisierte. Die Warnung der Terroristen kam zu spät, denn nicht alle Angestellten konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Explosion tötete und verletzte tausende Menschen. Zahllose starben an den Folgen der Strahlenvergiftung. Wie konnte der größte Terroranschlag des 21. Jahrhunderts passieren? Wer steckt hinter der Katastrophe? Um Antworten auf diese Frage zu finden, müssen wir zuerst den Kontext der Ära verstehen. Wie lang ist denn der Text noch? Nicht mehr lang. Okay, gut. Night City war in den frühen 2020er Jahren von einer von einem Unwillen geprägt, der sie wie nie zuvor gegen die Konzerne richtete. Das Epizentrum der Gesetzlosigkeit befand sich im Club Atlantis. Er war eine Art Insel des Widerstands gegen die vorherrschenden Mächte, vor allem gegen Megakonzerne wie Militech, Biotechnica und das mit Abstand größte Hassobjekt Arasaka. Der japanische Waffenhersteller übte schon damals den größten Einfluss auf die Geschicke von Night City aus. Diejenigen, die im Atlantis... ein und ausgingen, vertraten die Ansicht, dass die Konzerne die Zukunft für sich allein beanspruchen und die Menschen zu Sklaven des Konsums gemacht hätten. Ironischerweise hatten sie ihnen die zwei Dinge genommen, die der Kapitalismus am meisten liebt: die Freiheit und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Diese Leute nannten sich selbst Edge Runner. Sie stellten sich gegen die Weltordnung der Konzerne, erklärten sich selbst für unabhängig und übten den Widerstand. Jeglicher friedlichen Methoden beraubt, das zu verändern, was sie als das System bezeichneten, griffen sie zum radikalen Weg der Selbstdarstellung, Mord und Gewalt. Ich schätze mal, das sind die Helden aus dem Pen-and-Paper-Spiel, um das da geht. Ich auch nicht, habe mit den 30 Frames kein Problem gehabt, aber
das ist jedem seine Ansichtssache, genau. Ja, eben, wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, 30 Frames sind eigentlich ausreichend, finde ich. Ich merke tatsächlich mittlerweile schon einen Unterschied, wenn die Framerate höher ist, weil es einfach ein bisschen smoother alles ist. Aber 30 Frames sind, finde ich, wirklich voll ausreichend für mich. Aber man sieht halt da Einbrüche, die deutlich unter 20 Frames gehen und dann wird es eine Dia-Show und man kann halt nicht mehr gut steuern. Das ist nicht mehr cool. So. Was ist eigentlich mit dem da? Ich meine, ist schon, der ist nicht unser Ziel und so, aber wollen wir den nicht vielleicht... Ach, der ist schon tot. Leiche, Zivilist-Status tot. Na gut, okay. Dann können wir nichts mehr machen. Ich bin hundemüde. Sonst hätte ich wenigstens ein bisschen das Wasser abgelassen und ihm zugedeckt oder sowas in der Art, ne? Schmerzeditor und die Sterblichkeitsrate. Schmerzeditor. Einführung. Oh, okay. Das Implantat, weiterhin bekannt als Schmerzeditor, ist Cyberware, die Schmerzen reduziert oder sogar völlig eliminiert. In gewissen Krisen von Night City erfreute es sich seit Jahren ungehemmter Beliebtheit, vor allem bei Söldnern. An dieser Testgruppe führte Zeta-Tech-Tests mit folgenden Resultaten durch. Der Schmerzeditor ist ein neutraler Koprozessor, der die Signale der Natizeptoren an den Partiellappen des Gehirns unterdrückt und beim Nutzer so Schmerzfreiheit evoziert. Hinweis: Einige Modelle reduzieren außerdem Müdigkeitssysteme, Symptome. Die vorteilhaften Effekte des Schmerzeditors ähneln in gewisser Weise den Symptomen der Hypoästhemie, die zu besserer Widerstandsfähigkeit gegen körperliche Folter sowie der Fähigkeit führt, Wundschmerzen zu ignorieren, um vorübergehend in der Lage zu sein, die Grenzen des Menschseins auszuweiten. Allerdings zeigt eine Studie, dass der Schmerzeditor eine Reihe unerwünschter Nebenwirkungen hervorrufen kann. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Nutzer im Eifer des Gefechts nicht bemerken, wie schwer sie verwundet sind, sodass sie weitermachen, obwohl sie dringende medizinische Versorgung benötigen. Na, also dafür muss man keine Studie machen für die Nebenwirkung, oder? Die Statistik bestätigt zudem die Theorie, dass die Verstärkung durch den Schmerzeditor dazu führt, dass Benutzer weiterkämpfen, obwohl die rationale Entscheidung, um den Tod zu entgehen, ein Rückzug wäre. Seit 2020 liegt die Sterblichkeitsrate beim Schmerzeditor-Benutzerinnen bei über 60%. In diesem Bericht befasse ich mich mit der Frage, wie man Zeta-Tech-Kunden besser vor einem vermeidbaren Tod durch unsachgemäße Anwendung durch Schmerzeditors schützen kann. So. Hier haben wir noch Munition fürs Gewehr. Ich glaube, die Waffe, die ich da habe, kann ich leider nicht mitnehmen. Das ist so eine schwere Waffe. Die darf man leider nicht behalten. Insofern kann ich die auch leider einfach wieder wegwerfen. Tut mir leid, Waffi. Du hast angeblich I0 Schaden pro Sekunde. Da stimmt, glaube ich, was nicht mit deiner Anzeige. Insofern, aber ja. Okay, Moment. Schwapp, schwapp, Ketchup. Cool. Munition. Wap-Wap-Ketchup. Cool. Wir haben ganz viel Klamotten gefunden. Die müssen wir gleich mal ein bisschen uns stylen. Aber ich nehme natürlich die ganzen Waffen hier auch mit. Kann man immer brauchen. Was haben wir hier noch? Ah ja, irgendeine Komponente fürs Crafting-System. Mit dem habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Da habe ich keine Ahnung. Hey, der hat eine Waffe, die zu seinem Tanktop passt. Das finde ich stylisch. Muss ich schon sagen. Nicht schlecht. Was liegt da noch? Euro-Dollar. Sind es Euro oder sind es Dollar? Keiner weiß es.
Euro-Dollar. Die perfekte Symbiose. Ein paar Karten, ein bisschen Pistolenmunition. Und ich glaube, dann sind wir so ziemlich durch hier, oder? Was ist denn das da? Ein Radio. Und Lautsprecher. Ein paar Granaten. Na gut. Immer wenn ich gerade sagen will, dann hauen wir ab, finde ich doch wieder noch ein bisschen was. Aber ne, nix verkommen lasse und so. Granaten wachsen nicht auf Bäumen. Und Heilmittel kann man immer brauchen. Vor allem, wenn ich vorhabe, mit dem Charakter eine recht offensive Spielweise zu nutzen, brauchen wir erst recht Heilung. Aber vorher lesen wir noch Cyberware, Anwendung und Nebenwirkungen. Cyberware, Anwendung und Nebenwirkungen. Viele Menschen glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort unmöglich obsolet geworden ist. Ripper-Dogs sind in der Lage, fast jedes Körperteil durch künstliche Implantate zu ersetzen, vom großen Zeh bis zu bestimmten Bereichen des Nervensystems. Dennoch haben mich meine Jahre bei Trauma-Team gelehrt, dass unmöglich nach wie vor sehr möglich ist. Selbst heute, kurz vor Ende des 21. Jahrhunderts, sind medizinische Kräfte wie wir nicht in der Lage, sämtliche Nebenwirkungen der kybernetischen Elemente in unserem Körper zu eliminieren. Jeder sollte heutzutage mit der Krankheit vertraut sein, die als Cyberpsychose bekannt ist. Aber damit endet es nicht. Obwohl der medizinische Fortschritt das Auftreten dieser Krankheit im Großteil des Jahrhunderts auf ein Minimum reduzieren konnte, gibt es bis heute in kleineren Bevölkerungsteilen Fälle von Cyberware-Abstoßung. Bei diesen wenig Unglücklichen können diverse Komplikationen auftreten. Allerdings kommen die Folgen am häufigsten vor. Folgen am häufigsten. Erstens Immunreaktion. Der Körper stoßt das Implantat ab, wodurch kontinuierlich Narbengewebe wuchert, was zu Schmerzen und Entzündungen des umliegenden Gewebes sowie mögliche Störungen der Tag-Schaltkreise führt. Zweitens psychologische Nebenwirkungen. Neurologische Implantate besitzen das Potenzial, unvorhersehbare Veränderungen im Gehirn herzuführen. Mögliche Nebenwirkungen beinhalten Depression, Apathie, Halluzinationen sowie der plötzliche Anstieg Sucht induzierender Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Wetten. Kennt ihr die Flintstones-Folge, wo Fred Feuerstein glücksspielsüchtig wird? Ist eine komische Folge von den Flintstones. Aber da läuft er dann die ganze Zeit rum und sagt Wetten, wie so ein Huhn. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich Wetten lese. True Story. Implantate über Abhängigkeit. Also Implantatüberabhängigkeit. Die Verwendung bestimmter synthetischer Körperteile über einen längeren Zeitraum kann die Hirnchemie so verändern, dass sie sich an ein bestimmtes Implantat gewöhnt. Manche Berichte sprechen von permanenter Erblindung, nachdem Patienten versuchten, ihre Kuroshi-Optik durch andere Modelle zu ersetzen. Was können wir als Konsumenten von Mediziner angesichts dieser bekannten Risiken tun und uns ganz von kybernetischen Verbesserungen fernhalten, weil eine Chance von 0,5% besteht, dass wir unser Augenlicht verlieren oder unsere gesamten Ersparnisse lieber im Casino verspielen? Die Antwort ist ein klares Nein. Cyberware-Technologie verbessert und erweitert die menschliche Biologie so enorm, dass all diese Was-wäre-wenn-Argumente unseren besten Interessen entgegenwirken. Der beste Rat, den ich zur Minimierung des Risikos geben kann, ist dieser. Lesen Sie vor der Installation die technomedizinischen Profile sämtlicher Cyberware, die Sie erwerben möchten, gründlich durch. Puh.